Die einen machen sich selbstständig mangels Alternativen oder weil sie das selbst machen wollen, was sie bisher als Angestellter gemacht haben. Die anderen wiederum wollen ein rentables Unternehmen aufbauen, von dem sie selbst, ihre Familie und auch sie im Alter von existieren können. Dann heißt es für dich, eine echte Goldmine zu finden und diese auch abbauen zu lernen. Und genau das werde ich dir in diesem Video zeigen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur geschäftsführender Gesellschafter des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Unternehmensnachfolge, sondern ich bin selbst auch Unternehmer und somit auch Gründer gewesen. Und große Fehler habe ich auch gemacht, dass ich Projekte umgesetzt habe als Hobby, als aus Abenteuerlust und ganz vergessen hatte zu überlegen, ob das auch wirtschaftlich ist, ob ich davon auch leben kann und später auch die Mitarbeiter, die eingestellt werden. Da werde ich dir jetzt eine Methode zeigen, mit der du dein Unternehmen so gründest, dass du tatsächlich eine Goldmine findest und die auch abbaust. Und diese Methode besteht aus 7 Schritten. Wenn du nun durch die unternehmerische Landschaft gehst, so ähnlich wie ein Geologe, ein Ingenieur, der darauf spezialisiert ist, Bodenschätze aufzuspüren, dann wirst du alsbald feststellen, dass nicht in jedem Berg eine Goldmine steckt. Und das wissen auch die Bergleute, das wissen auch die Prospektoren, die dazu ausgebildet werden, überhaupt erstmal zu erforschen, wo Gold zu erwarten ist. Und dieser Prospektor, der findet dann heraus, in diesem Berg, da lohnt es sich überhaupt, einen Stollen hineinzutreiben. Dort lohnt es sich überhaupt, Geld in die Hand zu nehmen, Werkzeug und Menschen hinzubringen, um das Gold dann abzubauen. Und das ist auch deine Aufgabe, dass du die Märkte, die Branchen prospektierst, untersuchst. Ist da überhaupt ein großer Markt da? Ist da überhaupt eine Zielgruppe vorhanden, die du erreichen kannst mit deinen Ressourcen, wo du über Monate, Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte Gold abbauen kannst, sprich also Umsätze generieren kannst, von der dein Unternehmen und du existieren kann. Wenn du das ermittelt hast, in welchen dieser Bergen oder Branchen überhaupt Goldminen vorhanden sind, dann ist der zweite Schritt zu recherchieren, nämlich zu gucken, Ausschau zu halten, gibt es dort schon andere, die mit der Spitzhacke in der Hand am Berg stehen oder vielleicht schon den ersten Stollen, den ersten Kanal zum Markt hineingegraben haben. Also recherchiere hier am zweiten Schritt all die Mitbewerberbewegungen und Vorhaben, die vielleicht immer eine Nasenlänge voraus sind. Und wenn du schließlich dort auch deinen Stollen reingräbst und dann ankommst, wo die Goldmine gewesen sein sollte, nicht mehr vorhanden ist, weil andere die schon abgetragen haben. Wenn du nun deine Goldmine gefunden hast, wo am besten noch keiner dran ist und du auch recherchiert hast, dass da kein Mitbewerber unterwegs ist oder schon seinen Stollen von außen reintreibt, dann ist deine dritte Aufgabe zu kalkulieren, sprich einen Finanzplan zu machen, anhand dessen du bewerten kannst, ob du überhaupt genügend Ressourcen hast, das Vorhaben zu stemmen oder ob du noch Investoren brauchst. Und wenn du das Kapital zusammengetragen hast und du dann gestartet bist, ob das überhaupt rentabel ist, denn was nützt es, wenn du eine Pizza für 5 Euro verkaufst, aber 6 Euro Materialeinsatz hast? Dann machst du bei jeder verkauften Pizza 1 Euro minus. Und so gilt es auch hier mit einem Finanzplan in der Phase 3 zu kalkulieren, ob da überhaupt eine Rentabilität sinnvoll ist, ob überhaupt das eingesetzte Kapital zurückkommt und wann es überhaupt zurückkommt. Beim vierten Schritt geht es jetzt darum, deine Investitionsbereitschaft auch in Anspruch zu nehmen. Im schlimmsten Fall hast du noch gar kein Produkt oder fertige Dienstleistungen. Vielleicht musst du einen Prototyp entwickeln, sprich ein MVP, also Minimum Viable Product erschaffen, mit dem du dann testen kannst, ob dann dein Geschäftsmodell funktioniert, also Proof of Concept auch abschließen. Und es kann sogar noch sein, dass du Geld dann auch noch in die Hand nehmen musst, investieren musst, Zeit investieren musst, um festzustellen, wie und ob die Kunden auch auf dein Angebot reagieren. Und selbst wenn du ein Produkt entwickelt hast und das Geschäftsmodell funktioniert, dann brauchst du als nächstes den Markteintritt. Du brauchst vielleicht Räumlichkeiten, du brauchst ein Warenlager, du brauchst Maschinen, Geräte, Ausstattung, BGA, Betriebs- und Geschäftsausstattung, die es zu investieren gilt. Und auch wenn du dann deine Pforten eröffnest, dein Geschäft eröffnest, dann machst du auch noch nicht gleich die Umsätze, die du brauchst, aber du hast gleich Fixkosten. Du brauchst also dann noch Reserven, um die ersten Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre zu finanzieren, bis du dann Break-Even endlich erreicht hast. Und wenn du dann das Geld zusammen hast und die Investition getätigt hast, spätestens dann, wahrscheinlich schon viel vorher, brauchst du ein Team von Menschen, die bestimmte Dinge viel besser können, als du sie kannst. Deshalb gilt es dann, ein Team aufzubauen und lernen zu delegieren, lernen Ziele zu setzen, lernen Pläne zu machen, Kennzahlen einzuführen, das zu überwachen und trotzdem dein Team damit auszustatten, dass die Aufgaben erledigen können, vielleicht sogar viel besser als du. Und wenn du dein Vorhaben gestartet hast, du hast dein Team an der Goldmine, an dem Berg
aufgestellt und sie fangen an, die ersten Hammerschläge, die ersten Schläge in das Gestein voranzubringen, die ersten Dynamitladungen anzubringen, um den Stollen zur Goldmine voranzutreiben, dann wirst du die ersten Stunden, die ersten Tage, die ersten Wochen keine echten Erfolge haben. Deshalb wird es auch wichtig sein, dass du immer wieder initiierst, dich selbst motivierst, dein Team motivierst, immer wieder neue Schritte voranbringst, auch wenn es Krisen, wenn es Niederlagen und Schwierigkeiten bringt. Dann bist du am Anfang der Einzige, der die Vision in deinem Kopf hat, den Glauben daran, das Ziel zu erreichen. Und deine Aufgabe ist, das gesamte Team und dich selbst so lange auch motivierend und im Prozess zu halten, bis das Geschäftsmodell aufgebaut, errichtet ist, noch tatsächlich funktioniert. Sprich also, du bei der Goldmine angekommen bist, die Umsätze kommen und dann auch so viel Umsätze kommen, dass das Geschäftsmodell angelaufen ist und sich selbst trägt und dann auch Gewinne abwirft. Wenn du dann also effektiv geworden bist, sprich im sechsten Schritt überhaupt das Geschäftsmodell in Gang gesetzt hast, Probleme löst, Produkte verkaufst, Dienstleistungen anbietest, die Kunden begeistert sind und dich bezahlen, dann kommt der nächste Schritt, nämlich Effizienz reinzubringen, die Kosten zu senken und den Gewinn dadurch auch zu maximieren, zu optimieren. Erstmal natürlich, um die ganzen Schulden zurückzuzahlen oder dein Kapital, was du reingelegt hast, wieder raufzukommen. Und natürlich, damit du selbst die Erträge aufbaust, die du brauchst, mindestens für neue Vorhaben, für deine Familie, für private Projekte oder für deine Altersvorsorge. Es gilt also im siebten Schritt, den gesamten Prozess stetig zu optimieren. Und das Ziel der Optimierung ist natürlich, dass du dein Vorhaben, dein Geschäftsmodell so weit optimierst, dass du für alle Kernprozesse und unterstützenden Prozesse Verfahrensanweisungen hast, Checklisten hast, Abläufe hast, Computersysteme hast, die automatisiert, digitalisiert, viele Arbeitsplätze schaffen und auch erhalten und alle davon leben können und du als Sahnehäubchen obendrauf deine Investitionen an Zeit und Geld auch zurückbekommst. Zusammengefasst bedeutet also, echtes Unternehmertum nicht irgendwie sein Hobby zur Arbeit zu machen oder seinen Angestellten-Tätigkeiten die Selbstständigkeit zu führen. Das ist kein echtes Unternehmertum. Echtes Unternehmertum bedeutet, Goldminen zu entdecken, also Problemhaufen und ein Gemengelage draußen im Markt, wo es noch keine Lösung gibt. Und wenn du diese Lösung in den Markt bringst, dann steht hier für die Metapher, dass du eine Goldmine entdeckst und abträgst. Und das Ganze wirst du unwahrscheinlich alleine schaffen. Du brauchst Menschen, du brauchst Konzepte, du brauchst Pläne und Prozesse. Und dafür stehen wir bei der X-Group auch, dass wir dich dabei unterstützen, diesen ganzen Prozess, diese sieben Schritte einmal zu gehen, zweimal zu gehen, so oft zu gehen, wie du willst, denn es gibt keine Obergrenze an Unternehmensgründungen, die du selbst vollziehen darfst. Wenn du dir also Unterstützung wünschst, dann kannst du gerne ein kostenfreies Erstgespräch bei uns buchen. Und unsere Experten helfen bundesweit über Videokonferenzen, über 40 an der Zahl, dir dabei deine Goldmine zu finden und abzutragen. Gerne aber kannst du jetzt auch das Video mit Daumen hoch bewerten und wenn du weitere Filme sehen willst, informiert werden willst, wenn diese rauskommen, dann kannst du jetzt den Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg beim Finden und Abbauen deiner Goldmine. Dein Daniel Schäfer.